Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autosias. Samstag ist es. Wir sind wieder da. Und wo wir herkommen, erzählen wir euch gleich. Erstmal, das ist Alex. Alex, komm mal. Moin. Alex ist unser neuer Azubi. Macht bei uns Automobilkaufmann. Genau, über reingeschaut. Also herzlich willkommen bei uns, Alex. Danke euch, danke euch. Und dann Alex kam auf mich zu und sagte, Kimmel, ich hab Bock auf ein Projekt. Und ich sag, alles klar, wir auch. Und dann haben wir gerade das Ding hier gekauft. Honda Civic EJ9, Baujahr 98. Eigentlich wollten wir vor Ort drehen, aber es war so schweinekalt da am Hafen, dass wir das jetzt hier machen. Wir machen erst eine Bestandaufnahme vom Auto, einfach gucken runter, wie gut es ist. Und dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Erstmal Reparaturen, klar, normal Wartungsstau. Und dann werden wir das Auto komplett umbauen. Alex, was haben wir vor? So, was haben wir vor? Wenn es gut läuft und das alles aufgeht, Bodykit, Felgen, Sitze, Lenkrad, Komplettpaket mit Toho, allem drum und dran. Kim hat gefragt, was willst du an Umbau? Meine Antwort war ja. Genau. Aber wenn wir mal gucken, es gibt für das Auto nicht ganz so viel. Wir machen so einen kompletten Japan-Assi-Tuning-Umbau, aber gucken, das alles mit Zulassung zu machen. Wir werden gucken, dass wir da ein kleines Turbo-Kit für entwickeln. Das Ding auf Turbo umbauen, mit Eintragung, allem drum und dran. Also seid gespannt, wir nehmen bei jedem Schritt mit und auch mit den Preisen einfach. Ne? Was heißt, bezahlt das Auto? 1,3. 1000 Euro, genau. Ein bisschen angefixt wurden wir hier durch das ganze Tuning-Projekt von Hagen, Maximiliano und Eiko auf dem YouTube, von wegen 5000 Euro Projekt. Und so kam er zu mir und sagte, Digga, ich muss auch einen Civic haben. Ich sage, alles klar, dann bauen wir da einen. Dann gucken wir erstmal, ne, was für ein Ding ist. Oh, hoch mit der Kiste, also, genau, hoch mit dem Stuhl. Das ist immer vorne gucken, Digga. Hier. Dann noch nicht hoch. Das ist der EJ9. EJ9 ist die Bezeichnung von dem Fahrzeug mit dem 1,4er Motor. Das ist der 1,4er 75 PS. Da werden wir erstmal ein ganz einfaches Tuning durchführen. Beim nächsten Mal auf jeden Fall, was wir euch zeigen werden, wie wir mit Hilfe von 15 Euro 15 PS da raus oder so ein Ding. Ne? Das erklären wir dann, wenn es soweit ist. Also Motor ist, das Teil hat 85.000 gelaufen, ist zweite Hand. Wir müssen auf jeden Fall Zahnriemen machen, was auf der erste da drauf. Sonst hat ein bisschen Angst nach Hause zu fahren, dass wir liegen bleiben. Und dann müssen wir gucken, ne? Dass wir erstmal den Motor lassen in Serie. Turbobau machen wir ganz zum Schluss. Ne? Gut, dann lassen wir mal gucken, hoch damit. Honda Civic hat immer das Problem, dass die Dinger derbe rostig sind, aber der nicht. Wurde schon mal lackiert an den Seitenteilen auf jeden Fall. Aber wir zeigen euch das mal, wie geil der eigentlich gemacht wurde, das Auto. Wo ist das Lackschichtmesser? Hier. Man sagt eigentlich, eine Originallackierung hat so zwischen 100 und 140. Ne? Dann habe ich gesehen durch Lackbild, dass die Tür lackiert worden ist. Ne? Also das halten wir mal rauf. Und man sagt ja eigentlich, wenn Türen lackiert werden, sowas hat man irgendwie, keine Ahnung, 200, 300. 135. Das heißt, die Tür hat einen perfekten Lackaufbau bekommen. Was sehr geil ist. Ne? Woran kann das liegen, dass sie lackiert wurde? Boah, vielleicht nur einen Seitenschaden, wie auch immer. Von hier wahrscheinlich, ne? Genau, kleinen Streifschaden. Ein paar Kratzer. Denn der Civic immer das Problem, die gammeln hier komplett weg. Also wirklich, das ist so schlimm. Und die Teile werden damit eigentlich nur gespachtelt und dann wieder verkauft. Aber der. Boah, der ist doch quasi noch jungfräulich. Der wurde noch gar nichts gemacht an der Seite hier. Und man sieht hier so ein bisschen, da kommt so ein ganz kleiner Pickel durch. Aber wir müssen dabei gehen auf jeden Fall, ne? Konservierung machen beim Civic. Also hier sieht man so ein bisschen Rostpickel, so ganz klein hier und hier. Da fangen die halt meistens an, die Dinger. Wir haben eine Roststelle gefunden, die wir machen müssen, das ist hier. Hier ist halt, wenn wir das Blech nachbauen, das Stück. Das kriegen wir aber hin. Autosiastik macht es möglich, wa? Ist so, ne? Hier drüben habe ich gesehen, als wir aufs Auto zugegangen sind, dass auch lackiert worden ist. Weil hier schon Rost hatte, denke ich mal. Wir gucken, was da hier hat. 153, ist halt noch vollkommen im Rahmen. Ne? Richtig schöner Lackaufbau gemacht worden bei dem Auto. Das Auto hat eine alte Frau gefahren, wurde uns erzählt. Verliebt. Verliebt, ne? Alte Frau also gefahren. Also in das Auto, nicht in die Frau. Das ist wichtig zu wissen. Die Frau, Digga. Was hat er gelaufen? 85,2? 8200, ja. Das ist Schwitze, astrein. Digga, innen drin sieht aus wie Neuwagen, Alter. Wir gucken hier auch mal runter. Also Motorgetriebe sind trocken einfach. Die sind so trocken, dass nicht mal. Hier vorne sind ganz bisschen Ölspitze, aber es dauert kommt vom Ölwechsel, weil die Öl wieder so scheiße liegt. Ja, der hat hier so ein bisschen Rostansatz, Oberflächenrost, wie man hier so sieht, Digga. Da. Siehst du das? Muss man halt behandeln, ne? Blank machen, konservieren. Also mein Civic sah viel schlimmer aus. Viel, viel schlimmer. Ich bin sehr überrascht über den Unterbodenzustand, weil wir haben. Also wir konnten halt nur ein bisschen gucken auf dem Parkplatz. Da habe ich schon gesehen, dass hier ein bisschen was gemacht worden ist. Dachte, es wäre eigentlich durch, aber es ist ein Oberflächenrost. Bremse ist super, Reifen sind toll. Nichts ausgeschlagen. Das Ding fährt wie ein Neuwagen. Mittelscheinwerfer haben die mal neu gemacht, weil die gerne Rostprobleme haben, die ganzen Außenanlagenteile. Ne? So, hier hinten ist mal ganz wichtig, bei Honda Civic die Hinterachsbuchsen. Müssen wir gucken. Die sind halt, müssen wir machen, ne? Die sind immer porös und dann hast du ein schwammiges Gefühl auf der Hinterachse. Der ist noch nicht. Aber die machen wir halt mit. Und bei dem Auto ist halt ganz geil, man kann halt mit ganz wenig ganz viel bewirken. Ne? Die Schläuche und alles sind auch gut. Thema Sicherheit, ja. Sind eigentlich nicht verkehrt. Wir bauen den Civic sowieso auf Scheibenbremse um. Also brauchen wir eh neue Schläuche. Wir machen einmal das neue. Aber sowas hier, wenn die Lenker in der Hand haben, können wir die abschleifen mit Rostschutz und Farbe lackieren, dass hier alles gut aussieht. Ja, Stoßdämpfer, Buchse ist durch hier. Aber da kommt ja irgendwas Neues rein. Schön KW mal fragen. Genau, mal KW fragen. Ne? Sonst bin ich positiv überrascht vom Auto. Sehr positiv überrascht. Schönes Auto. Ich habe richtig Bock da drauf. Alex, du auch? Mega, Alter. Geil.
Sonst hätte ich ihn wohl kaum gekauft, wa? Farbe auch, Mann. Hast du schon geile Bodykits für? Ja, normal, Mann. Rocket Bunny zum Beispiel, wollen wir es gucken. Da wird das Ding erstmal breiter, 5 cm pro Seite. Ja. Bisschen Sturz hinten. Wie gesagt, kompletter Japan-Asi-Umbau, aber alles mit Zulassung. Also wir machen nur Zahnriemeninspektion, der Rest traumhaft und Rost da vorne ein bisschen. Super. Geil, ne? Das heißt? Schönes Auto. Ab zur Planung. Ab zur Planung. Ab zur Planung. Ab zur Planung. Da sind wir wieder in der Planung. Was haben wir vor mit dem Auto? Eine sehr gute Frage. Ich habe mir ein, zwei Gedanken gemacht zu dem Auto. Bin mir aber noch nicht ganz schlüssig. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was euch nicht gefällt oder wo ihr sagt, das hätte man anders machen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber schauen wir mal jetzt in den PC rein, was wir da alles so haben. Als allererstes machen wir auf jeden Fall den Service. Bremsflüssigkeit, Zahnriemen, Ölwechsel, Pipapo. Die Klassiker, da nehmen wir euch aber auf jeden Fall nochmal mit und schauen uns das alles gemeinsam an. Felgen, Fahrwerk, Reifen, Sturz. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ohne ist das kein richtiges JDM-Auto. Wir wollen ja wirklich in die Szene rein. Was haben wir noch? Ansauggeräusch, Fächerkrümmer, Abgasanlage. Sound darf bei dem Auto nicht fehlen, denn das gehört auch noch zum richtigen JDM, also Japan-Umbau. Da habe ich richtig Bock drauf. Genauso wie die ganzen Sparco-Teile. Sparco, klar, kann man sich drüber streiten. Ist jetzt nicht so günstig, ist aber auch nicht so teuer. Ich habe auch überlegt, entweder 9er Reifen drauf zu knallen oder 7,5er. Sagt mal, was ihr davon haltet. Lest mir die Kommentare auch gerne durch, falls ihr auch irgendwelche Teile habt. Meldet euch gerne. So, schnorren übers Internet, das mag ich am liebsten. So, was haben wir noch vor? Ein Käfig, wenn es gut läuft, Rückbank raus hinten. Dann ist auf jeden Fall Platz für alle meine Freunde und die Leute, die das Auto gut finden, vorhanden. Nämlich der Beifahrersitz. Radio, Sound, Subwoofer, das muss alles noch gemacht werden. Da sprechen wir mit Kim, glaube ich, nochmal drüber. Der hat da, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, was man da alles gut machen kann. Spoiler, Lippen vorne, hinten, Front-Heck-Ansatz, dass man da nochmal schaut, was man machen kann. Ein bisschen damit spielen. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wusste nicht ganz, wie das aussehen soll. Habe mich ein bisschen informiert. Das können wir uns nachher auch nochmal anschauen. Gehen wir erstmal auf die Teile ein. Was haben wir hier Schönes? Ich dachte, was soll der Geiz? Alex, du bist zwar Azubi, aber damals lief ganz gut bei dir, als du noch Tellerwäscher war. Was soll der Geiz? KW V3. Timos Fahrwerk hat mich so überzeugt, ich dachte, komm, was soll der Geiz? Ganz nach dem Motto, wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal. Genau das ist richtig. Wir sind doch bei Autosiastik, wir müssen ja auch ein bisschen representen hier. Und wir wollen ja nicht wie Max hier alles verfuschen. Nichts gegen Max, ich finde deinen Civic klasse, aber wir machen es vernünftig. Das ist eine Kampfansage, wir wollten ja auch bei der Challenge mitmachen von Hagen. Hier, 5000 Euro, JDM, nee, nicht JDM, das war einfach 90er Jahre Umbau, glaube ich, ne? Hagen, wir sind dabei. So, Felgen, Bobbett Typ A, fand ich ganz geil. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Da war ich mir ein bisschen unsicher, aber die fand ich tatsächlich ganz geil. Ich glaube, die Farbe, da können wir uns auch nochmal drüber streiten. Entweder lasse ich sie silber, weiß oder vielleicht rot. Was haben wir hier noch? Eine offene Ansaugung, muss sein. Schön mit einem dicken Pilz, dann sollte das alles auf jeden Fall laufen. Hier sehen wir ein paar Beispielbilder. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, welches von den ganzen Bildern am Ende so aussieht wie in dem Civic, aber ich glaube das hier. Genau, Abbildung 3 liegen wir bei 140 Euro. Das geht ja noch. Schnapper. In den Einkaufswagen. So, was haben wir noch? Sparco, gut genug für Fast and Furious, gut genug für mich. Lederlenkrad, Wildleder, 240, ab in den Einkaufswagen. Thema Fächerkrümmer, bisschen Sound muss sein, wie gesagt. Die Nachbarn auch von meinem neuen Umbau wissen lassen. Da hätten wir entweder hier so ein richtig krasses Ding, was aber, glaube ich, den Budgetrahmen sprengt. Guckt euch das an, was eine schöne Ingenieursarbeit. Wow. So, genug Geschwärme. Kommen wir zu dem Klassenmodell. Kein Geld mehr nach dem Fahrwerk übrig. Sehen wir bei UVP 209. Schön hier ein paar Rabatte rausgehasselt. Nein, das ist zum Glück gerade im Angebot für 160 Tacken. Sparco Schalensitze. Wenn das Lenkrad da ist, muss auch hier ein bisschen was schalentechnisch passieren. Wie gesagt, Rücksitze kommen eh raus. Platz haben wir genug. Das ist das Grobe, was auf jeden Fall gemacht werden muss. Was wollen wir noch machen? Sollen wir das Bodykit schon ansprechen? Bodykit? Ich glaube, die Leute haben Bock drauf, ne? Aber ich glaube, das Azubi-Gehalt. Ich glaube, das Azubi-Gehalt hierfür bringt dann doch den Rahmen. Genauso wie die Challenge. Und das wird nix. Aber wenn ihr Bock drauf habt, schreibt in die Kommentare rein. Was haben wir hier? Rocket Bunny Pandem Bodykit 1.8. Wo ist der Haken, Justin? Ja, nicht nur die 1.8 und zu teuer. Der ganze Bums muss auch noch lackiert werden. Oh, Scheiße. Und auch noch geschnitzelt werden an der Karosse bestimmt auch, ne? Nee, ich habe erstmal hier die Pandem Aero Seite. Das ist das, was wir bekommen für den Preis. So sieht das am Ende ungefähr aus.
Das sind die Teile, die wir dafür bekommen. Also nicht allzu viel, aber ich glaube, das wäre schon extrem fett. Was wir auch noch haben, ist ein geiles 3D-Modell davon. Da hat sich der nette Hersteller sehr viel Mühe gemacht, extra für uns ein schönes Modell zu erstellen. Was sehen wir hier? Breiter als die Polizei erlaubt. Ich glaube, damit werden wir auch das ein oder andere Mal angehalten, aber das sollte uns jetzt nicht groß aufhalten. Das wäre alles eingetragen, TÜV-konform. Das ist mir auf jeden Fall auch sehr wichtig, Justin. Alles TÜV-konform, SOKO-fest. Und da sehe ich auch das größte Problem mit den Teilen, die ich rausgesucht habe und den Preisen. Zwar alles schön und gut, alles günstig, aber ich glaube, das kriegen wir so nicht durch den TÜV. Wir müssen echt mal schauen, was wir da sonst noch machen können. Wie gesagt, Rocket Bunny Aero Kit. Damit fahren wir locker 3 PS mehr. Genau. Haben wir sonst noch was offen? Nö. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal die Alternativen zum Rocket Bunny an. Und zwar direkt an der Karosse mit Timo. Wie wär's? Dann gehen wir mal raus. So, da sind wir wieder mit Timo an meiner Seite. Guten Tag. So, Timo, erzähl mal. Ich hatte den Leuten schon gerade erzählt, richtig geil wäre es natürlich, ein Rocket Bunny Kit drauf zu knallen. Ja. Schön tief, schön breit. Können wir alles machen. Aber wir müssen natürlich bei Rocket Bunny immer gucken wegen TÜV. Ne? Einige Bodykits können wir ja mal eintragen, also können wir eintragen, aber einige halt auch nicht. Und das liegt meistens daran, dass die Reifen dann zu frei liegen oder wie auch immer nach hinten. Ne? Dass sie hier immer offen sind, die Kits. Genau. Ne? So, dann hast du hier hinten zu viel Reifenfallen, dann kann der TÜV das nicht eintragen, leider. Ich glaube, das, was wir gegeben hatten bei unserem Modell, waren die drauf genieteten Flügel. Ja, müssen wir, also wir können immer mit dem TÜV-Prüfer natürlich vorher sprechen, was er sagt. Ne? Und ab und zu ist es ja auch so, dass sie dann sagen, ist in Ordnung. Müssen wir natürlich sehen. Und hast du auch mal nach anderen Sachen geguckt oder nur nach Breitbau jetzt? Das war jetzt das, was wir... Du willst gleich einen Breitbau haben, was ne? wir gerne hätten. Nicht genau. Mein Papa hat einen Breitbau, Alter. Das, was wir, glaube ich, zuerst realisieren, sind so ein paar Type-R-Anbauteile. Also Spoiler, Heckschürze, sowas, ne? Spoiler, genau. Das ist ja kein Problem. Wenn du einen Breitbau haben möchtest, kriegst du den auch. Wir müssen mal sehen, vielleicht können wir die Kurvenflügel noch ein bisschen verändern, so. Ne? Also, dass wir das vielleicht mit dem Blech ein bisschen machen. Das müssen wir uns aber auch anschauen. Ja, und was hast du noch vor? Was haben wir noch vor? Also Frontschürze und alles, ne? Genau, hier den Grill. Den wollte ich ein bisschen schick haben. Ja. Kriegen wir, glaube ich, auch hin, ne? Das raus, Gitter rein, habe ich mir überlegt. Da können wir vielleicht noch mal gucken, ob wir ein individuelles Gitter bauen. Damit das ein bisschen geiler aussieht, Amy. Geil aussehen, hört sich immer gut an auf dem ersten. Das kriegen wir alles hin. Ein Hörer. Und noch? Innenraum? Innenraum, ja klar. Sitze raus, Lenkrad raus. Der riecht wie so ein Honda, Alter. Das ist heftig. So, jedes Auto hat ja seinen eigenen Geruch, ne? Und du riechst das richtig so. Früher, Alter, welches Auto hat von mir so gerochen, Alter? Der S2000? Nee. Ich hatte mal irgendein Auto, das hat genau, Digga, das erinnert sich voll an früher. Das ist geil. Das ist geil. Schön hier Sitze rein, ne? Timo, was sollen die machen, wenn die welche übrig haben, die Leute? Wenn jemand welche übrig hat, ja, dann würde sich unser Azubi natürlich freuen, wenn da sich jemand melden würde und ihm vielleicht so ein bisschen unterstützen würde. Wir unterstützen ihn auf jeden Fall mit Arbeit. Das haben wir ihm zugesagt, ne? Das hat unser anderer Azubi natürlich auch bekommen für sein Azubi-Projekt. Da kriegen wir einiges hin, Alter, das machen wir schon. Na, da müssen wir hier aber auch die Dinger beziehen. Ne? Der Alcantara kommt. Das ist natürlich alles wie so ein Opa hier. Himmel, ne? Weiß ich nicht, ob das Alcantara wird, aber hier an der Seite auf jeden Fall. Ich glaube, haben wir nicht sogar noch ein Lenkrad, irgendwie, was wir nehmen können? Ich glaube, ich habe schon eins gekauft. Sparko, gut genug für Fast and Furious, gut genug für mich. Hast du schon? Ich glaube, ja. Schon vor, Digga. Nee. Das Sparko, das ist gut. Wir wollen doch die Leute fragen, du musst doch nicht alles neu holen, Alter. Du bist Azubi. Also kriegen wir alles hin. Wie gesagt, Alex hat sich natürlich viel vorgenommen. Aber durch unsere Unterstützung werden wir es auf jeden Fall hinkriegen. Auch wenn du einen Breitbau haben möchtest, werden wir den auch hinbekommen. Aber wir müssen natürlich sehen, was es gibt auf dem Markt und was wir hier auch vernünftig eingetragen bekommen. Ne? Dann sind wir auch schon am Ende, glaube ich. Alles in allem kann man sagen, was wollen wir machen? Bumper to Bumper, komplett rundum, nochmal schick machen, nochmal ein paar Teile reinknallen. Ihr wisst, was ich vorhab. Wenn ihr irgendwas anders seht oder nicht so schick findet, lasst uns das gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren und die Glocke aktivieren. In dem Sinne, ciao.